Gehirnmeditation zur Befreiung von Ängsten nach Anthony William. Hallo, heute machen wir eine kraftvolle Meditation fürs Gehirn. Lassen damit Angst los und befreien unsere Seele, unseren Geist und unser Herz von Angst. Angst ist etwas, was ein Teil unserer Seele wird. Und es stellt sich dem in den Weg, wer wir wirklich sind. Und es kann damit enden, dass es einen Teil von dem wegnimmt, wer wir wirklich sind und überschattet, wer wir anstreben zu sein. Während wir durchs Leben gehen und seine Härten erleben, Betrug, gebrochenes Vertrauen, Verluste, zerbrochene Freundschaften, Beziehungen oder emotionale Kämpfe irgendeiner Art, haben wir kurze außerkörperliche Erfahrungen, wo unsere Seele, unser Gehirn und unseren Körper verlässt und eine Trennung, eine Auskopplung erfolgt. Und es entsteht ein leerer Raum zwischen unserer Seele und unserem Gehirn, eine Distanz. Und Angst füllt die Lücke. In dieser Meditation geht es darum, Kontrolle über unser Leben zu bekommen und darum, Angst nicht unser Leben bestimmen zu lassen oder zu erlauben, dass sie uns in irgendeiner Weise in Besitz nimmt. Das wird deinen Nervenzellen im emotionalen Zentrum deines Gehirns erlauben, sich wieder mit deiner Seele zu verbinden und die Informationsweiterleitung, den Datenaustausch von der Angst wegzulenken, die Angst wegzuschieben. Beginnen wir nun mit der Meditation. Finde für dich einen sicheren und bequemen Ort, wo du dich hinlegen kannst. Wenn du diese Meditation im Sitzen machen musst, wird auch das gut funktionieren. Wenn du in einer entspannten Position bist, schließe deine Augen. Atme nun ein, indem du einen tiefen Atemzug machst. Und lass die Luft wieder rausströmen. Und nun, während ich bis drei zähle, atme wieder tief ein. Eins, zwei, drei. Atme tief ein und wieder aus. Nun stell dir vor, wie du eine Straße, einen Weg hinuntergehst. Und du siehst in der Ferne eine Brücke. Es kann jede Art von Brücke sein, die du möchtest. Es kann eine Holzbrücke sein, eine Hängebrücke über einer Schlucht schwebend. Es kann eine größere Brücke sein, die einen breiten Fluss überquert. Wenn du deine Brücke sehen kannst, atme tief ein und wieder aus. Du bist allein. Du stehst auf der Straße oder dem Weg genau dort, wo die Brücke beginnt. Geh im Moment noch nicht über die Brücke. Zuerst mache dir ein klares Bild von dem, was vor dir ist. Es ist eine Brücke, die nicht in Ordnung ist. Es scheint, als sei da gerade eine Baustelle, als müsse sie dringend repariert werden. Ganze Brocken der Brücke fehlen. Holzstapel und Müll überall auf der Brücke. Aber die Brücke steht noch. Du siehst ein zerbeultes Schild, auf dem steht Warnung, außer Betrieb, Benutzung auf eigene Gefahr. Während du da stehst und auf den Schutt und das Gerümpel auf der Brücke vor dir siehst, bemerkst du, da ist jemand in weiter Entfernung auf der anderen Seite der Brücke. Winkend und rufend in deine Richtung.
Du hörst die Person rufen: Ich brauche Hilfe. Hör ihr noch einmal zu. Ich brauche Hilfe. Mach dir keine Sorgen. Die Brücke ist sicher. Du kannst nicht sehen, wer das ist. Sie ist zu weit entfernt. Und da scheint ein leichter Nebel in der Luft zu sein. Und du vertraust dieser geheimnisvollen Person nicht dein Leben an. Für dich ist es offensichtlich, die Brücke ist nicht sicher. Du hörst sie wieder rufen: Ich brauche dich. Ich brauche Hilfe. Bitte, komm schnell. Du schreist: Ist die Brücke wirklich sicher? Die Person antwortet: Sie ist sicher. Ich verspreche es. Du denkst sofort: Das ist die falsche Antwort. Ich verspreche es, funktioniert für dich nicht. Du hast das früher in deinem Leben schon gehört und du bist im Stich gelassen worden. Dann hörst du wieder: Bitte, komm her, es ist sicher. Nun atme tief ein und nun atme aus. Während ich bis drei zähle, atme wieder tief ein. Eins, zwei, drei, ein und wieder aus. Du kannst dieser Person nicht trauen. Aber etwas in deinem Inneren zieht dich in ihre Richtung, auf die Brücke. Etwas, das du nicht erklären kannst. Etwas, das sich vertraut anfühlt. Langsam machst du deinen ersten Schritt auf die Brücke und sieh selbst, ob sie sicher ist. Links vor dir siehst du alte Autoreifen. Vor dir siehst du Haufen von Gerümpel, Metall und etwas, was wie ein Katastrophengebiet aussieht. Du machst einen weiteren Schritt und rechts von dir ist ein Zitronenstand. Er taucht vor dir auf. Da sind ein Kind und eine Mutter, die Limonade verkaufen. Es macht keinen Sinn. Du hast sie vorher nicht bemerkt. Und warum sollten sie auf so einer gefährlichen Brücke sein? Du fragst sie: Ist alles in Ordnung? Keine Antwort. Sie stehen da sicher auf diesem kleinen Fleck auf der Brücke, der sauber ist und aufgeräumt. Die Person auf der anderen Seite der Brücke ruft aus: Habe ich dir nicht gesagt, es ist sicher? Die Person sagt: Bitte, komm her. Komm bald her. Du schaust nach vorne. Es ist ein Katastrophengebiet. Du traust der Brücke noch immer nicht. Die Brücke ist in miserablem Zustand. Aber wo deine Füße die Brücke berühren, ist sie sicher.
Nun atme tief ein und wieder aus. Du trittst einen Schritt nach vorne, weg vom Limonadenstand. Und er ist weg. Er verschwindet im Nebel. Du schaust nach rechts und da ist ein liegen gebliebenes Auto. Du schaust vor dich und es ist ein Ödland, Betonblöcke, Metallfässer und Löcher überall in der Brücke. Du schaust links von dir und du bemerkst etwas, was wie zwei Eltern mit ihren Kindern und zwei Angelruten aussieht. Sie werfen ihre Schnüre aus, von der Seite der Brücke hinunter. Es macht keinen Sinn. Die Brücke ist ein Desaster. Du hast sie vorher nicht gesehen. Wenn du dich umschaust, ist da kaum etwas von der Brücke übrig, um jemanden zu halten. Aber an ihrem Platz, während sie angeln, geht es ihnen gut. Sie haben ein solides Geländer, das sie stützt, während sie angeln. Geh weiter, sagt die Stimme von der anderen Seite der Brücke. Ich habe dir gesagt, es ist sicher. Komm schnell. Nun nimm einen weiteren Atemzug. Ein und wieder aus. Du machst einen weiteren Schritt nach vorne auf die Brücke. Und ein freundlicher Welpe kommt und springt auf dich zu. Du schreckst zusammen. Wie hat dieser Welpe die Löcher in der Brücke überquert? Er sieht aus wie ein Golden Retriever. Der Welpe beginnt, an deinen Händen zu lecken. Die Zunge ist rau. Es macht keinen Sinn. Wie ist er hierher gekommen? Von der anderen Seite. Hinter dem Welpen ist ein Loch in der Brücke. Und hinter diesem Loch ist überall Schutt. Du hörst die Stimme wieder. Die Person von der anderen Seite der Brücke. Ich bin hier. Komm her. Beeil dich. Ich brauche dich. Aber du siehst, dass alles um dich herum falsch ist. Die Brücke fällt auseinander. Es ist ein Katastrophengebiet. Aber da, wo du stehst, hat sich die Brücke unter deinen Füßen selbst repariert. Sie ist stark geworden und hat sich selbst repariert. Und du und der Welpe, ihr seid sicher. Auf einmal taucht eine Leine auf, befestigt an dem Welpen. Und am anderen Ende der Leine ist ein Mensch, der ein angenehmes Lächeln anbietet. Du denkst, wie ist das möglich, als sie an dir vorbeigehen? Du drehst dich um sie anzuschauen, und sie verschwinden im Nebel und sind weg.
aber du gewinnst ein kleines bisschen Vertrauen, Schritt für Schritt auf dieser Brücke, während du herausfindest, Teile der Brücke sind sicher. Aber nun ist alles, was vor dir noch übrig ist, ein riesiges Loch in der Brücke. Und du bist nicht sicher, dass Vertrauen und Zuversicht reichen werden, um dich über dieses Loch zu tragen. Siehst du das Loch in der Brücke? Schau hin, du kannst es sehen. Die Person in der Ferne schreit: Ich brauche dich! Geh weiter! Werd nicht langsamer! Du denkst, wenn du diesen nächsten Schritt machst, kannst du durch dieses Loch fallen, verletzt werden oder sogar sterben. Du drehst dich um und sagst: Ich kann nicht. Ich werde nicht für dich sterben. Ich weigere mich, für dich zu sterben. Ich vertraue dir nicht. Es ist es nicht wert. Die Stimme sagt: Beeil dich. Ich brauche deine Hilfe. Du kannst mich nicht im Stich lassen. Schreite einfach voran. Ich verspreche, es ist sicher. Da ist das Wort Versprechen wieder. Du hast es früher schon gehört. Während du zurückschaust in die andere Richtung, hinter dir, dort, wo du begonnen hattest, denn du denkst, ich sollte besser zurückgehen, aber dann realisierst du, es ist zu spät. Die Brücke hinter dir ist schlimmer, als sie es vorher je gewesen ist. Und die Menschen sind alle verschwunden. Und du erkennst, es ist möglich, dass du ausgetrickst worden bist, ausgenutzt und fehlgeleitet. Die Stimme ruft aus: Hör mir zu! Du wirst sicher sein. Die Brücke ist sicher. Die Zeit wird knapp. Bitte, komm! Du atmest tief ein und wieder aus. Nimm einen weiteren tiefen Atemzug. Ein und dann atme aus. Während du dort stehst, auf der Brücke und auf das große Loch schaust, beschließt du, deine Augen zu schließen. Nun mach den nächsten Schritt vorwärts über das Loch. Dein Fuß berührt festen Boden und du fällst nicht durch die Brücke hindurch. Du stehst. Du öffnest deine Augen, während du dort auf der Brücke stehst, und du siehst, dass unter dir das Loch in der Brücke repariert ist. Ein weiterer Schritt nach vorne. Während du gehst, siehst du, dass die Brücke beginnt, sich auszubessern. Die Brücke repariert sich selbst. Mit jedem Schritt, den du machst, während du über die Brücke gehst, beginnst du Menschen auf der Brücke zu sehen. Und du realisierst,
Du hast sie schon früher in deinem Leben getroffen. Du beginnst Familienmitglieder zu sehen, Freunde, Tiere, die du kennst, die vorbeigehen. Alle sind glücklich. Jeden auf dieser Brücke hast du an einem Punkt in deinem Leben gekannt. Du hörst die Person wieder am Ende der Brücke. Ich bin hier, geh weiter. Du bist jetzt fast am Ende der Brücke. Und die Brücke ist wunderschön. Sie ist sicher. Sie ist friedlich. Du kannst die warme Sonne auf deinem Gesicht fühlen, während du auf der Brücke gehst. Und der milde Nebel um dich herum hebt sich. Du bist nun beinahe am Ende der Brücke. Du kommst zum letzten Schritt auf der Brücke. Und du stehst dort. Und die Person, die dich die ganze Zeit gerufen hat, von der anderen Seite, steht auch dort, direkt vor dir und wartet auf dich. Und es wird klar, diese Person warst du die ganze Zeit. Deine Seele hat gewartet am anderen Ende der Brücke. Und die Angst, die euch getrennt hat, ist nun fort. Nimm nun einen tiefen Atemzug ein und wieder aus. Du kannst nun deine Augen öffnen. Wir realisieren nicht, dass wenn wir durchs Leben gehen, unsere Seele verletzt wird durch Betrug und gebrochenes Vertrauen. Und das erzeugt Angst in uns. Das behindert die Brücke zwischen unserer Seele und unserem körperlichen Gehirn. Und diese Brücke ist die Verbindung, die es uns erlaubt, uns sicher zu fühlen und wieder zu vertrauen und nicht in Angst zu leben. Du hast nun die Meditation abgeschlossen, die eine Brücke baut zwischen deiner Seele und deinen körperlichen Nervenzellen im emotionalen Zentrum deines Gehirns, sodass die Verbindung zwischen ihnen stark wird und Angst und gebrochenes Vertrauen dich nicht zurückhalten werden. Wiederhole diese Meditation ruhig täglich, jeden zweiten Tag oder ein paar Mal pro Woche, denn mit jedem Mal wird sie umso stärker darin, die Brücke zwischen deiner Seele und deinem Körper zu reparieren. Ich glaube an dich und ich weiß, du kannst heilen.